Ein zuversichtlicher Boris Johnson, der gestern Nachmittag schon einmal die Stufen zu einer schwarzen Tür erklimmt, sozusagen probehalber. Denn wenn die Umfragen im Vorfeld nicht komplett daneben lagen, wird er heute hinter der echten, der mit der Nummer 10 installiert. Der Mann, der den parteiinternen Wahlkampf meist mit wildem Optimismus, Witzen und widersprüchlichen Ansagen bestritt. Und Sprüchen wie diesem. Hour is darkest before the dawn. Die dunkelste Stunde kommt vor dem Sonnenaufgang. Aber wir werden dieses Ding hinkriegen. Wir werden gewinnen. Und am 31. Oktober austreten. Im Zweifelsfall auch ohne Deal, koste es, was es wolle. Do or die. Do or die. Come on, man. Wie lange er allerdings dann hier drin bleiben wird, das ist die andere Frage, die ab heute jeder stellen wird. Der Finanzminister jedenfalls hat für den No-Deal-Fall schon mal seinen Rücktritt angekündigt, koste es, was es wolle, nicht mit ihm. Unseren jüngsten Studien zufolge wird die britische Wirtschaft selbst unter den günstigsten Umständen dadurch hart getroffen werden. Mit einem No-Deal würden wir klar auf eine Rezession zusteuern. Im Wahlkampf hat Johnson solche Fakten und Zahlen als Schwarzmalerei abgetan. Ob er sich ab heute intensiver mit der Realität beschäftigen wird, ist noch offen. Fragen dazu an einen EU- und Brexit-Experten, den langjährigen Europaabgeordneten der CDU, Elmar Brok. Guten Tag nach Berlin. Guten Tag. Ist es für Sie schon ausgemacht, dass es mit Johnson am 31. Oktober einen No-Deal-Brexit geben wird? Oder sind Überraschungen möglich? Da sind Überraschungen möglich, obwohl Verhandlungen erfolgreich abzuschließen bis zu diesem Zeitpunkt fast unmöglich ist. Denn jetzt kommt die Sommerpause, dann kommt die Saison der Parteitage, sodass richtige Verhandlungen erst stattfinden könnten ab Oktober, Mitte Oktober, sodass keine Zeit mehr wäre, zumal die Europäische Union ja nur begrenzte Verhandlungsmöglichkeiten hat, da ja ein Vertrag eigentlich abgeschlossen ist und das nicht wieder aufgemacht werden soll. Ich glaube auch, dass Johnson Schwierigkeit haben wird, harten Brexit zu liefern. Da wird das Unterhaus noch Einspruch erheben. Das haben Sie vorhin auch beim Beispiel von Philip Hammond schon gehört. Und wir müssen sehen, dass er auch nicht nachgeben kann, weil bei der Europawahl seine Partei noch 8% bekommen hat und 32% der EU-Gegner Farage. Wenn die Tories diese Stimmen zurückgewinnen wollen, müssen sie die harte Linie fahren. Und dann weiß ich nicht, ob er in der Lage ist, nochmal um Verlängerung zu bitten, die ja notwendig wäre, um einen anständigen Deal noch auszuhandeln. Was für Überraschungen halten Sie denn für möglich? Nun, ich kenne Boris Johnson seit Jahrzehnten. Alle Überraschung ist möglich. Natürlich ist er auch in der Lage zu sagen, jetzt bleibe ich in der Europäischen Union, weil die Fakten so sind, wie sie sind. So ein Turnaround dazu ist in der Lage. Aber ich glaube, aufgrund des Vorangestellten, in welcher Weise er im Amt bleiben kann und wie er Wahlen gewinnen könnte, wird ein solcher Schwenk von mir fast als unmöglich angesehen. Manche Johnson-Gegner hoffen ja, dass er eben als Regierungschef auf dem Boden der Tatsachen ankommen und einsehen wird, dass ein No-Deal-Brexit großen Schaden vor allem für sein eigenes Land anrichtet. Können Sie sich das also auch bei ihm vorstellen? Das traue ich ihm zu, dieses zu tun. Aber wenn ich die Situation sehe, wie ideologisiert das Land ist, dass man auf Argumente seit Jahren dort nicht mehr hört und es wird immer schlimmer, wenn man sieht, wie ideologisiert die Tory-Partei ist, weiß ich nicht, ob man mit Vernunftgründen an die Angelegenheit noch herangehen kann. Das sind meine tiefen Zweifel und deswegen sollte man da nicht zu große Hoffnungen in ihn setzen. Ich schiebe da mal, bevor wir über Politisches weiterreden, die Frage ein. Wagen Sie eine Einschätzung, wie Boris Johnson tatsächlich tickt? Viele nehmen ihn ja wahr als durchaus humorvollen Sprücheklopfer, mutmaßlich intelligent, aber eben auch rücksichtslos und unzuverlässig. Passt dieses Bild? Ja, ist intelligent, ist ein hochgebildeter Mann. Es ist interessant, seine Churchill-Biografie zu lesen, die auch viel über ihn selbst erzählt. Ich glaube, er hat das geschrieben, weil er sich selbst als kleinen Churchill sieht. Und es ist auch ein großes Spiel für ihn. Cameron, Grove, der Umweltminister, er, das sind alles Leute einer Clique aus Oxford, einer Boys Group, für die das Ganze ein großes Spiel auch ist. Ich muss auch mal Premierminister werden, wenn es mein Kumpel schon war. Denken Sie, dass er versuchen wird, die EU dann eben doch noch zu Nachverhandlungen über ein Abkommen zu bewegen? Und falls ja, mit welchen Mitteln wird oder könnte er das tun?
Nun, man kann dafür Sorge tragen, dass beispielsweise in der politischen Erklärung bezüglich des irischen Backstops, dieser Rückversicherungsklausel, einige Klarstellung erfolgen ist. Man kann klarstellen, dass diese Zollunion, die, wenn es zu keinen anderen Regelungen käme, nicht ewig dauern würde. Man kann festlegen, dass man vielleicht eine schwächere Linie findet. Die Europäische Union hat ja einen anderen Vorschlag dafür, den Großbritannien abgelehnt hat und hat dann diese heutige Lösung selbst vorgeschlagen. Das war der britische Vorschlag. Und deswegen ist der Spielraum da relativ gering. Und die Europäische Union wird niemals folgende Dinge außer Acht lassen. Die Unverletzlichkeit des Binnenmarktes. Und es ist völlig klar, das steht in den Guidelines für die Verhandlungen drin, ein Land, das austritt, kann nicht die ähnlichen Vorteile haben wie ein Land, das drin bleibt und die Verpflichtungen erfüllt. Und die EU macht ja auch gebetsmühlenartig klar, dass es keine Nachverhandlungen geben wird. Gibt es da auch wirklich keine Hintertür? Ich sagte ja schon, in der politischen Erklärung, die ja nicht rechtsverbindlich ist, kann man einige Klarstellungen machen. Aber in der Substanz werden wir eine Lösung für die innerirische Grenze finden müssen. Wenn sie aus dem Binnenmarkt heraus sind, muss hier eine Lösung gefunden werden. Es sei denn, man macht Verhandlungen für eine neue Lösung, man kommt zu einer vernünftigen Zollunion. Dann braucht dieser Backstop nie in Gang gesetzt zu werden. Wir haben, wenn sie austreten würden und in einem geregelten Vertrag, haben wir bis zu 4 Jahre Zeit, eine vernünftige Regelung zu finden, ohne dass die Grenzfrage entsteht. Und dann wäre die Grenzfrage sogar überflüssig. Das heißt, mit gutem Willen gibt es hier gute Chancen. Aber das ist nichts Neues. Nur hat er sich gegen solche Lösungen bisher ausgesprochen. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Bruck. Ich danke auch.